Herzlich willkommen auch von mir und schön, dass Sie alle da sind. Und danke einerseits sozusagen die Möglichkeit, bei der Vorlesung für alle sprechen zu dürfen und das im Museum der Arbeit. Und damit auch, finde ich, immer so ein Zeichen zu setzen, Arbeit ist vielfältig. Das kann Erwerbsarbeit sein, aber es kann auch unbezahlte Familienarbeit, Pflege etc. sein. Und es ist gleichzeitig, das ist sozusagen mein Sponsor im Hintergrund, auch die Maria-Weber-Vorlesung. Ich habe im letzten Jahr den Maria-Weber-Grant von der Hans-Böckler-Stiftung gekriegt und sozusagen als Gegenleistung muss man normalerweise einen Bericht schreiben. Und die Hans-Böckler-Stiftung hat gesagt, ja, Berichte liest niemand. Die Gegenleistung ist quasi Ergebnisse aus meiner freien Zeit, die ich hatte, also freie Zeit im Sinne von keine Lehre, in der öffentlichen Vorlesung sozusagen vorzutragen. Und Sie profitieren jetzt davon, dass ich das machen sollte. Und ich habe das eben mit der Vorlesung für alle kombiniert. Was erzähle ich Ihnen heute? Ich habe im Prinzip vier große Punkte als Ausgangspunkt: Care- oder Sorgearbeit in der Krise. Erstmal allgemein so ein paar Anknüpfungspunkte und ich werde dann zwei Themenfelder näher mir anschauen. Einerseits, ich habe es Kinder und Küche genannt, man hätte auch Familienarbeit dazu sagen können, der Pflegebereich und dann nochmal ein Fazit dazu. Ich habe Ihnen noch ein schönes Logo dazu gemacht und zwar Sorgetransformation. Das ist ein Forschungsverbund, der jetzt gerade im Januar geendet hat, wo ich mit Kolleginnen zusammen interdisziplinär 3 Jahre lang dazu geforscht habe. Und wir haben sozusagen sehr breit sowohl zu Familienarbeit, zu bezahlter Sorgearbeit als auch zu unbezahlter Sorgearbeit, Pflege etc. geforscht und wollen das auch in Zukunft weiter tun. Zum ersten Punkt. Care ist in der Krise. Sie haben vielleicht heute mitbekommen, ab und zu zumindest in der S-Bahn habe ich es gesehen, Equal Care Day ist heute. Und es wird immer mal wieder medial auch stark verhandelt, dass in verschiedenen Bereichen wir Gaps haben, Lücken, Sorgelücken, eine Krise. Während Corona ist das relativ deutlich geworden, sozusagen systemrelevante Berufe sind schlecht angesehen und auch schlecht bezahlt. Es geht um sowas wie 24-Stunden-Pflege, die Diskussion Pflegekräfte fehlen, in den Krankenhäusern fehlen KrankenpflegerInnen. Und dann, ich habe zwei Bücher als Beispiel mitgebracht, die sozusagen immer mehr zunehmen der Frage, so wie gehen eigentlich Menschen mit der zunehmenden Belastung im Sorgebereich um. Und grob gesagt fehlt es an verschiedenen Sachen. Das eine ist Anerkennung überhaupt für diese Tätigkeit. Also wenn jemand fragt, so was machst du, dann sagt man in der Regel irgendwas aus dem Bereich Erwerbsarbeit. Aber jetzt zu sagen, so hey, ich mache irgendwie Familienarbeit, ist schon schwieriger. In der Elternzeit ist sozusagen noch so das Format, was am ehesten geht. Es fehlt Fachpersonal, Zeit, und zwar für sowohl Leute, die im bezahlten Sektor sind, als Leute im unbezahlten Bereich, Geld, Qualität und auch eine gerechte Verteilung zwischen den Geschlechtern. Aber ich werde auch zeigen, die Frage zwischen Menschen, die ökonomisch besser gestellt sind und sich aus bestimmten Krisensituationen besser rauskaufen können, während das Leuten, die sozusagen ökonomisch prekär prekär gestellt sind, sich dann nicht aus bestimmten Situationen rauskaufen können. Was bedeutet Care eigentlich oder Sorgearbeit? Die meisten von uns werden irgendwie ein grobes Verständnis davon haben. Ganz grob gesagt, betreuen, pflegen, versorgen, füreinander da sein. Das kann bezahlt, unbezahlt, in ganz möglich allen möglichen Arrangements sein. Ganz klassisch denken wir sofort an Kinder, an Pflegebedürftige, an kranke und ältere Menschen. Die stehen auch heute bei mir im Fokus, aber was mir immer wichtig ist, zu sagen, dass wir alle auf Care angewiesen sind. Also auch die Leute, die meinen, ich bin gesund, ich bin fit, ne, so wie ich gerade hier dastehe, glaube ich, die sind auch auf Care angewiesen. Wir brauchen Essen, wir brauchen Schlaf, wir brauchen irgendwie jemanden, der uns die Sachen wäscht oder wir tun es selbst, aber wir müssen dann dafür Zeit haben etc. Also sozusagen diese Annahme, es gibt nur bestimmte Menschen, die Care brauchen und andere sind autonom, haben eine gewisse Autonomie, die wird in der Care-Forschung eben massiv in Frage gestellt und immer wieder sozusagen auch betont, alle sind darauf angewiesen. In unterschiedlichem Ausmaß, aber auch über den Lebensverlauf. Also als wir Kinder waren, waren wir alle darauf angewiesen. Wo liegen ungefähr so die Care-Gaps, also die Lücken in der Sorge und welche Dynamiken oder wir nennen es Transformation stecken auch dahinter, dass wir quasi in einer Situation sind, dass es eben sowas wie ein Equal Care Day gibt, dass es eben Ausstellungen zunehmend dazu gibt und das thematisiert wird, viele Bücher etc. Das eine ist, ich fange immer von oben quasi an, dass Sie wissen, wo ich bin,
die demografischen Entwicklungen. Also das kommt bei meinem Pflegeteil nochmal ganz deutlich. Sozusagen die Bevölkerung in Deutschland altert massiv und damit steigt der Pflegebedarf. Und darauf gibt es faktisch noch keine nachhaltigen Antworten. Das hat auch Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Wer steht eigentlich als Arbeitskraft, Fachkraft unter anderem im Care-Bereich zur Verfügung? Wer zahlt ein für Sozialversicherungen etc.? Das ist ein Bereich. Der Bereich Arbeit ändert sich. Wir haben solche Diskussionen, Entgrenzung von Arbeit, Subjektivierung. Dann hatten wir jetzt durch die Corona-Krise Homeoffice etc. Also sozusagen auch, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten, wer arbeitet für welches Geld. Da sind relativ viele Dynamiken drin, die eben selbstverständlich eben den Care-Bereich betreffen, den bezahlten, aber auch wie Menschen in dem unbezahlten Bereich, Familienbereich sozusagen Zeit zur Verfügung haben, diese zu übernehmen oder für die Pflege. Dann Digitalisierung, die manchmal mit der Arbeit direkt zusammengenommen wird, aber ja auch im Privatbereich stattfindet, indem zum Beispiel in Familien gemeinsam über Apps Einkaufslisten gepflegt werden, als ein Beispiel. Aber die auch in dem Pflegebereich sehr stark mitdiskutiert wird über Plattformen, Roboter etc. Dann, und das sind auch Entwicklungen, die jetzt nicht die letzten 5 Jahre sind, sondern eher 2030, wir haben eine starke Pluralisierung von Lebens- und Familienformen. Das heißt, diese klassische heterosexuelle Zwei-Eltern-Familie, die ein Leben lang zusammen sind, also die Partner mit ihren Kindern und großziehen, das ist sozusagen nicht mehr die dominante Form, sondern wir haben Patchwork-Familien, wir haben queere Familien, wir haben freundschaftszentrierte Lebensweisen mit Kindern etc. Also es pluralisiert sich und dann ist die Frage, wer übernimmt wann wie Care und ist auch abgesichert dafür, das zu tun. Zum Beispiel dann im Rentenfall. Wir haben verschiedene Veränderungen und Dynamiken auf der wohlfahrtsstaatlichen Ebene, wie Sozialpolitik reguliert wird. Den meisten ist sozusagen die ganzen Hartz-IV-Reformen, sozusagen Agenda 2010 bekannt. Aber es sind natürlich auch immer wieder Reformen, Einführung des Elterngeldes, Pflegegeld etc., die relevant sind für den Care-Bereich. Und der letzte Punkt, wichtiger Punkt, hier steht veränderte Geschlechterverhältnisse oder vielleicht am Ende des Vortrags auch ein Fazit, nicht so sehr veränderte Geschlechterverhältnisse oder differenziert auf so einer diskursiven Ebene der Anspruch, mehr Gleichberechtigung und Gleichstellung zu haben. In der empirischen oder in der Alltagspraxis findet sich das aber gar nicht sozusagen nicht so eindeutig. Mit diesen Punkten werde ich Sie sozusagen in den einzelnen Themenbereiche Kinder und Küche und Pflege immer wieder an verschiedenen Stellen sozusagen anknüpfen und vertiefen. Und für den Vortrag möchte ich quasi einen Fokus legen, und zwar auf Arbeitsteilungen mit der Frage, wer übernimmt welche Aufgaben. Und das ist nicht nur auf Individuen, auf Menschen bezogen, sondern auch die Frage, wo übernimmt der Wohlfahrtsstaat, der Staat und sagt, hey, das ist meine Aufgabe, ich muss mich drum kümmern, ich muss Geld zahlen, damit irgendwas passiert, ich brauche Infrastruktur im Sinne von Kitas oder sonst irgendwas. Wo wird was von Familien geleistet, ihnen zugeschrieben, dass sie das bitte übernehmen, wo sind Marktlösungen zu finden? Und ich habe es unter Community genannt, was unter Nachbarschaft ehrenamtliches Engagement zählen würde, der auch relativ sozusagen großer Bereich im Care-Bereich mit relevant ist. Und Sie sehen schon die Unterscheidung, wenn man sich Care-Arbeit anschaut, dass die relativ schnell komplex wird. Die kann im Privaten stattfinden, im öffentlichen Raum, also innerhalb zum Beispiel eines Pflegeheims, eines Krankenhauses, kann informell sein, kann formell sein, kann unbezahlt und bezahlt sein. Das sind so einige Strukturierungslogiken, wonach man sozusagen unterscheiden kann, wie verschiedene Logiken sozusagen funktionieren. Ein kleiner Rückblick, was ist sozusagen die Vergleichsfolie, so ungefähr in die 70er Jahre, man kann auch ein bisschen weiter zurück noch gehen, aber durch die Industrialisierung ist es nochmal stärker sozusagen eine Trennung zustande gekommen von sozusagen Erwerbsarbeit, die außerhalb des Hauses stattfand und Familienarbeit, die im Haus stattfindet. Also sozusagen diese Trennung war vor der Industrialisierung gar nicht so stark, aber sozusagen Männer sind in die Fabrik gegangen und die Frauen sollten zu Hause die Kinder hüten. Faktisch umgesetzt war das empirisch sozusagen die meisten Fälle tatsächlich in den 1970er Jahren in der BRD. Und die Idee war da quasi, dass Frauen das als eine Art Liebesdienst machen, also aus Liebe zur Familie, während die anderen eben für Geld erwerbstätig waren.
Das ist oft die Folie sozusagen, vor der auch heute noch manche Argumente kommen, nicht mehr so explizit, aber sozusagen implizit, wie ich das zeigen werde. Genau, zur Kinder und Küche, und hier ist sozusagen auch 70er-Jahre-Style, die Küche noch so eingerichtet und eben die Frage, wer übernimmt eigentlich die Sorge fürs Kind und wer darf das? Als Ausgangspunkt zunächst die Frage, wie kommen überhaupt Kinder in Familien, sodass man sich dann um die kümmern kann? Und da ist es mir wichtig, eben meinen Ausgangspunkt nochmal aufzugreifen, dass in der Sozialgesetzgebung, Sozialpolitik, aber auch in anderen Bereichen nach wie vor wir sozusagen so Rückstände finden, könnte ich sagen, dass die heterosexuelle Zwei-Eltern-Familie als Norm gilt. Also wenn ich einen Elterngeldantrag habe, sind halt zwei Menschen meistens eingetragen, Vater und Mutter. Lesbische Paare können dann durchstreichen und sagen, sorry, hier gibt es zwei Mütter etc. Also das ist sozusagen die Standardform. Ich bräuchte mal was zu trinken. Können Sie mir das eingießen? Dann kann ich weiterreden und dann trinken. Das finden wir, das löst sich an bestimmten Bereichen auf. Also das ist nicht mehr sozusagen durchgängig, aber es ist schon so eine Folie bei bestimmten Bereichen in der Annahme, okay, das ist die Standardfamilie. Und auch Patchwork-Familien verstoßen in Anführungsstrichen ja schon dagegen, quasi wenn es dann mehr Elternteile gibt, die potenziell auch Sorge übernehmen wollen, aber zum Beispiel rechtlich das nicht so ohne weiteres können. Danke. Wir sehen seit einigen Jahren eben diese Pluralisierung von Elternschaft und Familie und den Kampf um Anerkennung und Gleichstellung, vor allen Dingen aus dem queeren Bereich. Da kann ich es dann abstellen. Das ist gut. Danke. Ich habe Ihnen ein paar rechtliche Sachen mitgebracht. Also 2001 wurde zum Beispiel das Lebenspartnerschaftsgesetz eingeführt, was es erlaubt hat, eben lesbischen und schwulen Paaren überhaupt eine sozusagen rechtlich verbindliche, eine Beziehung konnten sie vorher eingehen, aber rechtlich verbindlich das absichern zu lassen, was dann 2017 in die Ehe für alle auch sozusagen umgewandelt wurde. Hat aber auch was mit Kindern dahingehend zu tun, die sukzessive Adoption wurde eingeführt und damit eben die Möglichkeit, dass Paare nacheinander, also lesbische Paare und schwule Paare, Kinder adoptieren konnten. Dritte Option, Personenstandsgesetz. Da ging es darum, dass quasi eine dritte Option im Recht nicht nur männlich-weiblich eingetragen werden kann, sondern auch intergeschlechtlich oder die dritte Option. Was auch mit Elternschaft zunehmend erforscht wird, die Frage, wie kommen Kinder in Transfamilien, in eben anderen queere Familien etc. Und die Wege dazu, das ist sehr grob für queere Menschen, zeigt sich in Deutschland, also tatsächlich für Deutschland so, Eizellspende ist bei uns verboten. Da kann man zum Beispiel nach Spanien gehen und das wird auch gemacht, also muss ich sagen, nicht als Tipp, man könne da hingehen, sondern die Forschung zeigt, wohin gehen Menschen, um sozusagen dann ihre Wünsche zu erfüllen, zum Beispiel nach Spanien. Bei kommerzieller Leihmutterschaft in einige Staaten der USA, Kalifornien, Ukraine wird jetzt aktuell oder seit einem Jahr auch nicht mehr so sein, aber das war davor sozusagen ein Ort, wo man für kommerzielle Leihmutterschaft gehen konnte. Ein Fragezeichen bei der Insemination und In-vitro-Fertilisation, die ist faktisch möglich, aber sie ist problematisch quasi, je nachdem, wie die Kliniken das handhaben. Und es fehlt quasi für Deutschland ein aktuelles Reproduktionsmedizingesetz, was das regeln würde. Deswegen sind sozusagen die Kliniken dafür da. Es geht um Care-Arbeit, aber ich sehe jetzt nur, dass... Das geht gleich dahin, ja. Das kommt. Bevor die Care-Arbeit kommt, muss ja erstmal sozusagen die Care-Aufgabe kommen, nämlich das Kind in dem Fall. Und da ist dann eben möglich die sukzessive und gemeinsame Adoption. Das ist vor allen Dingen durch Bundesverfassungsgerichtsurteile zustande gekommen. Pflegeelternschaft und Co-Parenting im Sinne von zum Beispiel ein lesbisches Paar, ein schwules Paar ein Kind bekommt, die aber dann eben unterschiedlich abgesichert sind. Ein Beispiel, was sozusagen sich dann zum Thema Care zeigt, quasi, wenn Familien jenseits der heterosexuellen Zwei-Eltern-Norm sind. Ein Beispiel von einem lesbischen Ex-Paar quasi. Und die Partnerin ist das soziale Elternteil und kümmert sich aber im Wechselmodell mit der rechtlichen Mutter zusammen die Sorge für das Kind. Und sie sagt, ich hasse Arztbesuche mit Annika. Am Anfang habe ich es immer versucht, auf meine Ex-Partnerin abzuwälzen, weil es ja so ist, dass ich eigentlich keine Entscheidung treffen darf. Aber die Lebensrealität ist ja, das Kind ist krank, nicht lebensbedrohlich krank, braucht aber trotzdem eine ärztliche Betreuung. Die Ex-Partnerin kann nicht, der Vater lebt im Ausland.
dann gehe ich natürlich mit dem Kind zum Arzt. Und natürlich hoffe ich einfach, dass das Kind nicht sich verplappert und irgendwie erzählt so. Also wichtig ist mir sozusagen der Punkt, dass Überrecht mitgesteuert werden kann. Wer kann eigentlich dafür sorgen? Wer darf sorgen? Und wer kommt sozusagen massiv oder kann in problematische Situationen kommen, weil man gar nicht zum Beispiel das rechtliche Elternteil ist oder Sorgerecht nicht hat, auch kein kleines. Aktuell politisch in der Diskussion ist quasi für den Bereich, das möchte ich nur so andeuten, die Verantwortungsgemeinschaft, um sozusagen auch Care zwischen verschiedenen Personen abzusichern, jenseits von der Logik von Ehe. Da ist aber die Bundesregierung, mein Eindruck, sozusagen, das ist so auf der Prioritätenliste stark nach unten gesunken. Selbstbestimmungsgesetz, Co-Mutterschaft, das haben Sie vielleicht mitbekommen. Die Idee oder der Punkt ist, dass lesbische Paare bisher quasi einen Elternteil adoptieren müssen. Und die Idee ist, dass sozusagen man ab Anfang sozusagen mit Unterschrift eine Co-Mutterschaft eingehen kann. Und in der Diskussion Absicherung von Mehrelternfamilien, also wenn es mehr als zwei Elternteile gibt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und dann ist eben die Frage, zum Beispiel auch bei den Mehrelternfamilien, wenn ich rechtlich gar nicht das darf, zum Beispiel nicht zum Arzt gehen, wie verteilen die dann eigentlich die Sorgearbeit? Und dazu gibt es aus den Zeitverwendungsstudien, und das kennen Sie vielleicht, sozusagen grobe Richtungen, wer verbringt eigentlich womit seine Zeit? Ich erzähle Ihnen das, Sie brauchen das nicht versuchen zu entziffern. Und zwar, ich habe nur die Paarhaushalte mit Kindern unter 18 Jahren rausgenommen. Und zwar, wenn Männer in Vollzeit arbeiten, das ist quasi alle, da gibt es keine, die Zahlen sind zu klein für Männer in Teilzeit, dann haben sie im Schnitt unter 6 Stunden bezahlte Arbeit. Jetzt denken Sie, die meisten arbeiten doch 8 oder 9. Sie müssen das Wochenende mit einrechnen. Das ist sozusagen gemittelt. Dadurch kommt niemand auf 8 Stunden. Und ungefähr ein bisschen weniger als 3 Stunden verbringen sie mit Care-Arbeit für die Kinder oder unbezahlte Arbeit, da erklärt das Wochenende sich auch nochmal mit rein. Interessanterweise, wenn Frauen in Vollzeit sind, sehen sie, ist es viel mehr hellblau. Das heißt, die arbeiten ungefähr auch ein bisschen knapp unter 5 Stunden in der bezahlten Arbeit. Die machen nicht so viel Überstunden tatsächlich, aber haben 4 Stunden unbezahlte Arbeit. Und bei Frauen in Teilzeit ist der unbezahlte Bereich am größten. Da ist bei knapp 3 Stunden in der Erwerbsarbeit. Und das Hellblaue ist die unbezahlte Arbeit bei ungefähr 5,5 Stunden. Also Sie sehen, es gibt natürlich je nach Modell Teilzeit, Vollzeit die Unterschiede, aber auch bei Paaren, wo beide Vollzeit arbeiten, sehen wir einen eklatanten Unterschied. Ich würde gerne die Fragen am Ende, ist das okay? Können Sie? Schwierig, dann schnell. Sie haben gesprochen von der Mehrelternschaft, ja, und von dem Sorgerecht. Ja. Ja, deswegen, also im deutschen Kontext würde ich sagen, ist auch die Diskussion sozusagen das sehr kritisch zu sehen, weil man sagt, okay, wir haben schon genug Probleme mit 2 Eltern, also spätestens vor Gericht. Und ein Teil der Juristinnen sagen dann so, bitte nicht noch mehr. Empirisch finde ich es manchmal schwierig. Wir haben in einem Projekt tatsächlich 3- und 4-Elternfamilien interviewt. Die gibt es ja faktisch und die werden auch Streit haben. Das heißt, die können auch vor Gericht landen. Die haben nur ein Problem, dass sozusagen die PartnerInnen, die kein Sorgerecht haben, massiv schon in den laufenden Familiendynamiken schlechtere Karten haben zu verhandeln, weil sie sozusagen in der schlechteren Position sind, zu sagen, hey, wir können jetzt mal wirklich hart aushandeln, wie hier die Arbeitsteilung aussieht, weil sozusagen immer Eltern drin sind, die nicht das Sorgerecht haben und wahrscheinlich im Rechtsstreit auch nicht kriegen, weil mehr als 2 geht nicht. Aber es ist schwierig und sie haben zum Beispiel Erbrecht und so weiter. Da hängt ganz viel dran. Das ist nicht so einfach mal gemacht, okay, wir machen noch ein paar mehr Leute rein. Also das ist kompliziert. Genau. Die eine Seite war quasi, wie ist Care-Arbeit und unbezahlte Arbeit erklärt. Und ich möchte noch einen kleinen Blick sozusagen auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen in den letzten 30 Jahren. Die ist gestiegen. Aber die ist vor allen Dingen gestiegen, weil Frauen und vor allen Dingen Mütter mehr in Teilzeit arbeiten. Das heißt, der Gap zwischen Männern und Frauen in der Erwerbsbeteiligung an sich ist kleiner geworden, er ist aber größer geworden im Erwerbsumfang. Das ist sozusagen so gute und schlechte Nachricht, könnte man sagen. Und das, was ich gesagt habe, zunehmend mehr Männer arbeiten mehr als 40 Stunden pro Woche, ist immer so ein kleiner Witz, ich sollte auch lustig sein, dass quasi gerade wenn Männer Väter werden, dann erhöht sich ihr Erwerbsarbeitsanteil. Jetzt kann man sich fragen, woran das liegt, dass sie gerade dann mehr Überstunden machen.
Dahinter liegt auf einer europäischen Ebene schon seit einigen Jahren die Idee eines sogenannten Adult Worker Model, zu sagen, wir möchten eigentlich, dass alle Personen, alle erwerbsfähigen Personen auch erwerbsfähig sind, das möglichst lange und möglichst umfangreich. Bei dem Modell wurde, könnte man kritisch sagen, nicht ganz systematisch mitgedacht, wer macht eigentlich dann die Care-Arbeit. Das ist so ein bisschen durch die Hintertür, aber sozusagen systematisch mitgedacht. Wie die verteilt wird, ist in dem Modell an sich nicht. Ein Sprung sozusagen von der Zeitverteilung nochmal zu anderen Daten. Wer macht eigentlich die Kinderbetreuung? Und Sie haben wahrscheinlich auch noch, so wie ich auch, gut genug in Erinnerung, dass die Diskussion während Corona relativ stark aufkam und dann wussten plötzlich alle, wie viel Mütter eigentlich machen. Und da zeigen eben die Daten, dass ja die Hauptlast der Kinderbetreuung bei den Müttern liegt. Und ich habe Ihnen hier Zahlen mitgebracht, 2019, dann pro Tag quasi. Links sind immer die Mütter, rechts die Väter. Das hätte man aber auch anhand der Zahlen rausfinden können. 6,7 Stunden. Man darf die Zahlen nicht, also ne, die sehen immer 0,7 und sehr präzise aus, aber Sie wissen auch, man kann sozusagen Zahlen nicht so gut erheben, ist das jetzt eigentlich Sorgearbeit gewesen fürs Kind, während man die Spülmaschine ausräumt und die Wäsche macht. Also sozusagen, man muss immer ein bisschen unschärfen, auch bei diesen Erhebungen sozusagen mit akzeptieren. Aber 6,7 Stunden, die Erhöhung um circa 3 Stunden durch Corona, durch die Lockdowns und eben Schließungen von Kitas, Schulen. Die Väter sind von einem viel niedrigeren Niveau gestartet. Ne? Die sind mit 2,5 oder 2,8 Stunden gestartet. Die haben aber den gleichen Anstieg gehabt. Ne? Die hatten sozusagen die Belastung, die zusätzlich gekommen ist, ist ungefähr gleich mit 2,5 Stunden und sind dann bei 5 Stunden gelandet. Plus, minus, je nachdem, welche Studie Sie nehmen. Ich finde, so als Eindruck sozusagen, wo der Shift ist, ist das ganz interessant. Wir haben uns in einem Projekt haben wir Interviews mit Paaren geführt, die sozusagen, wo eine Person im Homeoffice war, mindestens eine Person, und die eben auch Kinder zu betreuen hatten. Und Sie kennen vielleicht diesen Begriff aus der medialen Diskussion, nämlich dass so ein Aufschrei kam, wir haben jetzt irgendwas mit Retrationalisierung zu tun und alles wird ganz schlecht. Mein Argument ist, wenn Sie sich die Zahlen angucken, es war vorher schon schlecht. Es ist nicht wirklich viel schlechter geworden, es war nur noch dramatischer. Und das heißt, diese Retraditionalisierung setzt voraus, dass es vorher egalitär war, was wir aber gar nicht nach den Zahlen haben. Das ist so ein bisschen Wunschkonzert. Was wir aber sehen, dass sozusagen eher die ungleichen Arrangements ungleich geblieben sind und sozusagen sich verstärkt haben und sozusagen die Belastung nochmal erhöht wurde, wesentlich weniger eher sowas wie eine Modernisierung, dass sozusagen aus ungleichen Arrangements durch Corona dann dazu kam, dass Paare gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt irgendwie anders aufteilen. Und als Eindruck, aus den Interviews bringe ich Ihnen gleich noch Beispiele, haben wir uns angeschaut, wie begründen die Paare das eigentlich, wie sie das machen mit der Arbeitsteilung? Was sagen die da so? Was wird verhandelt und was wird auch als selbstverständlich gesetzt und kommt gar nicht auf den Tisch der Verhandlung, was aus meiner Sicht sozusagen ein Knackpunkt innerhalb von Paarbeziehungen ist. Und die Themen, die wir gefunden haben, sind verschiedene, die als Begründung rangezogen werden. Wie gut das mit den Kindern so funktioniert, wie bestimmte Rahmenbedingungen bei der Erwerbsarbeit sind, aber auch so Selbstbild, wir sind die Macher und wir kriegen das alles hin. Oder so Rahmenbedingungen. Hat zum Beispiel, das bleibt mir immer in Erinnerung, hat zum Beispiel das Arbeitszimmer eine Tür, die man zumachen kann. Das ist für Videokonferenzen extrem wichtig und plötzlich kommen so bauliche Gegebenheiten der Wohnungen, werden plötzlich relevant. Und ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, ein Paar, wo man sozusagen sieht, wie die Erwerbsarbeit unterschiedlich gerahmt wird und das unterschiedliche, sozusagen, oder nicht unterschiedliche, das hat spezifische Konsequenzen für die Arbeitsteilung. Beide, Christine und Henry, arbeiten Vollzeit. Nur Christine ist mit 100% im Homeoffice schlagartig und sie hat 2 Kinder da, 3 und 7 Jahre alt. Und ich lese Ihnen mal sozusagen Christine vor, ihre Situation. Einigen von Ihnen kommt es vielleicht sozusagen bekannt vor aus eigener Erleben. Also am Anfang hatte ich so das Gefühl, ich zerreiße mich. Und dann habe ich recht schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Man muss einfach ganz viel Abstriche machen. Es wird tagsüber, wird nichts Frisches gekocht werden für die Kinder. Es ist auch kein Problem, wenn die mittags oder nachmittags noch im Schlafanzug sind, wenn wir noch nicht draußen waren. Und wenn wir die Hausaufgaben oder die Schulaufgaben erst abends erledigen, dann ist das halt so, ne? Eine krasse Anpassung quasi an die Situation. Und Henry Klaassen, der ist im Außendienst, das heißt, der muss sozusagen raus, kann im Homeoffice nicht arbeiten, aber es kommt trotzdem eine interessante Stelle im Interview. Als die Schulen geschlossen haben, haben wir dann von der Arbeit eine Regelung gehabt, dass ich immer ein bisschen früher Feierabend mache,
dass ich hier auch ein bisschen mit unterstützen kann. Diese Abmachung gilt halt immer noch, aber das wird halt gar nicht so oft geschafft. In Passivkonstruktion, wer schafft das eigentlich nicht? Also ich muss halt trotzdem meine Arbeit so ein bisschen erledigen. Jupp. Ich bin Handwerker und bin halt im Kundendienst unterwegs. Das ist halt schlecht zu takten teilweise. Ja, ich würde schon manchmal gerne auch doch ein bisschen mehr mithelfen. Das ist aber schwierig. Und Sie müssen sich vorstellen, dass sozusagen Christine natürlich das gleiche Problem zu Hause hat. Mit Videokonferenzen, zwei Kindern, manchmal auch schwierig zu takten, was die gerade so für Bedürfnisse haben. Und analytisch zeigt sich sozusagen, die eine Person argumentiert, das sind unveränderliche Bedingungen hier, ich kann hier leider gerade nichts machen. Und die andere ist gezwungen dazu, das zu tun. Und sie kriegen es quasi aber auf so eine Paarebene nicht ausgehandelt. Und entsprechend muss Christine Ansprüche an Kinderbetreuung runterfahren und ihre Erwerbsarbeit sozusagen auch ihre Ansprüche an die Qualität, die sie abgibt, auch runterfahren. Das ist sozusagen aber dann nicht im Vergleich zu Henry. Worüber nicht diskutiert wird, Arbeitszeitreduktion von beiden. Ist ja sozusagen erstmal offen, wer das machen könnte. Oder die konsequente Nutzung des betrieblichen Angebots, das, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, zu sagen, ich mache das auf Teufel komm raus. Beschulung könnte er ja zum Beispiel auch übernehmen, er könnte auch Essen vorkochen etc. Die Idee mit dem Essen vorkochen kam nicht von uns. Wir haben das in anderen Interviews sozusagen erlebt, aber Sie können raten, wer das Essen vorgekocht hat in den Konstellationen. Ich sag's nicht. Aber dann haben wir gedacht, stimmt, das hätten doch andere Konstellationen auch machen können. Also wenn Ihnen das Essen, frisches Essen in irgendeiner Form wichtig ist. Und die Frage ist, also sozusagen, was wir übergreifend da gefunden haben, dass implizite geschlechterdifferenzierende Zuschreibungen da reinkommen sozusagen. Das wird nicht explizit verhandelt, du bist die Frau und deswegen machst du das, sondern ich habe Ihnen ein Beispiel gesagt, wie über die Erwerbsarbeit das sozusagen hintenrum wieder reinkommt, weil die nicht sozusagen gleich gewertet wird, gleich wichtig oder unwichtig sozusagen verhandelt wird. Und Familien in der Regel während Corona auf bekannte Muster der Arbeitsteilung zurückgegriffen haben, was verständlich ist. Die haben natürlich dann nicht noch die Zeit und die Nerven gehabt, am Tisch jetzt einen Metaplan zu entwickeln, wie sie die ganze Krise bewältigen, plus dass natürlich auch die Zeitrahmen nicht klar waren. Ne? Bei am Anfang des Lockdowns hat ja keiner gesagt, wissen Sie was, das dauert noch ein ganzes Jahr oder anderthalb. Und wir wissen auch nicht, wann wir die Kitas wieder aufmachen. Wie sehen aber die bekannten Muster aus? Und damit möchte ich sozusagen einen Schritt zurückgehen. Irgendwann ist ja mal Geburt und Elternzeit. Und was sich in den sozusagen zur Care-Arbeit zeigt, ist, dass da ein hohes Maß an Egalität herrscht, dass aber mit Familiengründung eine Retraditionalisierung stattfindet. Und gleichzeitig wir aber immer wieder den Wunsch in bestimmten Studien sehen, man möchte sich das aber bitte teilen. Und auch politisch ist das in irgendeiner Form, will man das sozusagen gerne. Grobe Zahlen. Wer nimmt überhaupt Elterngeld in Anspruch? Das Orangene sind die Mütter mit knapp 100%. Und wir sehen über den Zeitverlauf, dass die Väter immer mehr nehmen. Das geht nur bis 2016. Wenn Sie aktuelle Zahlen sich angucken, dann sind Sie bei ungefähr 40% der Väter, die auch Elternzeit nehmen. Das ist die gute Nachricht. Die für die Umsetzung nicht ganz so gute Nachricht ist, Sie nehmen nicht so viel Zeit. Also, Sie sehen an den Farben, je dunkler es wird oder sozusagen mehr in grün-blauton, umso länger. Und bei den Vätern ist sozusagen 2018 ist der obere Balken. Da ist über 70% nehmen bis zu 2 Monate. Es könnte auch einer sein. Also, das sagen die Zahlen nicht. Und die 3 bis 9 Monate sind relativ wenig. Und Sie sehen, das verändert sich auch über die Zeit nicht. Ich habe unten die anderen Daten abgeschnitten, damit ich Sie nicht zu sehr mit irgendwelchen Grafiken zu texte. Bei Müttern deutlich anders, 10 bis 12 Monate. Und falls Sie sich wundern, die machen jetzt auch inzwischen 15 bis 23 und mehr Monate. Durch die Einführung des Elterngeld Plus hat sich die Zeit von Müttern wieder verlängert, die Elternzeit nehmen, weil sie quasi länger dadurch Geld kriegen, auch wenn es nur die Hälfte ist. Es scheint aber ein Anreiz zu sein. Also das sieht da so aus. Was es sozusagen in der Debatte dazu gibt, wenn man über egalitäre Arbeitsteilung spricht und was auch in den letzten, naja, vielleicht 5 Jahren stärker medial auch bearbeitet wurde, ist die Frage, naja, okay, man teilt sich das irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie ist der Mental Load gestiegen. Was ist das? Dran denken, Kind hat Geburtstag, Geschenke einkaufen, oh shit, die Gummistiefel passen nicht mehr, uns ist ständig Regenwetter und irgendjemand müsste mal neue Gummistiefel kaufen, etc. Alle sichtbaren und vor allen Dingen unsichtbaren Aufgaben, die irgendjemand meistens im Kopf hat, und irgendwie auch erledigt werden sollten.
Das Problem, wenn man sozusagen Mental Load verhandelt oder auch sagt, hey, mach du das mal, uns wird nicht gemacht, ist, es betrifft immer das Wohlergehen verschiedener Leute. Also im Zweifelsfall hat halt das Kind dann keine Gummistiefel und hat nasse Füße. Und nicht nur selber leidet drunter, sondern eben auch andere Personen. Wenig Anerkennung, was insgesamt für die Care-Arbeit zählt. Und was wir so in einem anderen Kontext, im Forschungsprojekt zunehmend gerade rausarbeiten, die Ansprüche steigen auch an Elternschaft. Gute Eltern zu sein, muss man sozusagen das Kind für Bildung sorgen, für eine bestimmte Kultur, Kulturbereicherung quasi mit bestimmten Spielen, Anregungen etc. Sozusagen, um das gut zu machen, sind die Ansprüche gestiegen. Das erhöht auch den Mental Load. Und was ist das Problem? Aus meiner Sicht ist sozusagen, als es das ernähre Hausfrauenmodell war, dann waren die Hausfrauen komplett dafür zuständig. Das war in ihrer Hand, aber es war irgendwie, sie hatten auch nicht die Erwerbsarbeit noch an der Backe. Und wenn wir jetzt sozusagen in so einer Zwischenphase sind, dass Väter auch mehr machen, dann ist es so, dann vermischt sich das quasi. Wir haben einerseits die einfachste Form, könnte man sagen, man ist allein zuständig dafür. Dann ist das geklärt, man muss es nicht, man ist auch nicht sauer, dass der andere es nicht macht. Schwieriger ist es, die Zwischenform, und ich vermute, dass die sozusagen empirisch am meisten zu finden ist. Ein paar Aufgaben sind delegiert. Der Vater ist dafür zuständig, das Kind immer dienstags abzuholen aus der Kita und montags vielleicht auch noch. Und dann, das, wenn Sie mal lustige Comics zu Arbeitsteilung sich angucken wollen von Emma, dann eben die Frage, ne, sie ist völlig verzweifelt, Kinder sind völlig durch, Besuch ist auch da, uns Essen kocht über und er saß so die ganze Zeit im Sofa und dann aber, du hättest doch bloß fragen müssen, ich hätte dir doch geholfen. Was ist das Problem dran, quasi selber nicht zu sehen, dass hier gerade das Essen überkocht und die Kinder vielleicht versorgt werden müssten? Und wie sieht das aber aus? Die dritte Form wäre ja dann geteilte Verantwortung, nicht nur geteilte Aufgaben, sondern die geteilte Verantwortung, eben ein equally shared parenting. Und ich finde von Katja Berlin, das war auf Twitter oder damals X so schön das Zitat, ich brauche keinen Mann, der mir im Haushalt hilft. Es reicht, wenn er seine Hälfte der Hausarbeit macht, meine Hälfte schaffe ich allein. Ich gedacht, ja, das ist doch mal. Ne, und helfen und unterstützen, das sind immer so Marker, wo irgendwie ich als Forscherin aufhöre und denke so, okay, helfen, unterstützen ist nicht verantwortlich mitmachen, sondern helfen und unterstützen. Wie sieht das Ganze in der Pflege aus? Mental Load spielt da natürlich auch eine Rolle, aber mir geht es vor allen Dingen auch um sozusagen, wer macht das eigentlich? Und ich habe schon vom demografischen Wandel gesprochen, in Zahlen sieht das so aus, wir haben ungefähr 5 Millionen pflegebedürftige Menschen momentan. Ich finde die Zahlen immer noch krass. 2055 ungefähr 6,8 Millionen. Also es sind viele und es werden noch mal viel mehr. Das heißt, wir haben einen jetzt schon ungedeckten Bedarf und der steigt auch noch für ältere und pflegebedürftige Menschen. Gleichzeitig steigen die erwerbstätigen Pflegenden, was irgendwie logisch ist, weil irgendjemand das ja übernehmen muss. Die Grafik, das ist auch eine der Zahlen, die ich immer wieder erstaunlich finde. Raten Sie mal, wie viele Leute in Pflegeheimen versorgt werden, die pflegebedürftig sind. 20%. 80% aller pflegebedürftigen Leute, wir reden noch nicht von denen, die sozusagen noch keinen Pflegegrad haben, die auch irgendwie versorgt werden müssen, sondern die einen Pflegegrad haben, 80% werden zu Hause gepflegt in Deutschland. Finde ich eine krasse Zahl. Und zwar unterschiedlich, deswegen zweimal Rottöne. Die einen werden zu Hause versorgt, überwiegend durch Angehörige, das sind 56% und 24% noch in Kombination mit ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensten. Also ziemlich krasse Zahlen, was Care-Arbeit ist. Jetzt denken alle, oh mein Gott, meine Eltern sind so alt. Ja, gucken Sie mal. Oder Sie müssen das Land wechseln. Es gibt andere Wohlfahrtsregime, wo die Infrastruktur noch mal ein bisschen anders ist. Und wer macht das so? Geschlechter, sozusagen im Geschlechtervergleich. Mein Trick ist immer, ich zeige Ihnen erst die gute Nachricht und dann die schlechte. Gute Nachricht, wenn wir uns angucken, wie viel sozusagen mit wenig Pflegebedarf, also mindestens eine Stunde pro Woche wird gepflegt, da ist das Geschlechterverhältnis relativ angeglichen, orange und blau. Da machen Männer fast so viel wie Frauen, also es geht um eine Stunde pro Woche. Das sieht anders aus, wenn wir, ja, sorry, ich habe es mir nicht ausgedacht, ich habe noch eine Weile Arbeit. Hier geht es um 14 Stunden, sozusagen mindestens 14 Stunden Pflege in der Woche und Leute, die nur weniger als 30 Stunden erwerbstätig sind. Und Sie sehen, die Frauen machen das und bei den Männern ist es zwar gestiegen, ne, von 1996 sind es 25 auf 1000 gerechnet und hier 49, das ist schon eine Verdoppelung, ne, aber es ist sozusagen im Verhältnis zu dem, was Frauen übernehmen, eklatant.
Und deswegen die Frage, wie gehen die eigentlich damit um und welche Arrangements gibt es da eigentlich? Und eine Kollegin hat dazu, die haben sich sozusagen angeguckt, wie das Ganze aussieht und wollten auch gucken, hat das was mit Geschlecht zu tun, wie das gemacht wird, mit sozioökonomischem Status, das ist die Abkürzung SÖS, mit Erwerbstätigkeit oder Migrationshintergrund. Und die Quintessenz ist, die Selbstsorgeorientierung ist quasi eine der zentralen Kategorien, ob das als ein gelingendes oder als ein prekäres Pflegebewältigungsarrangement sozusagen analytisch gefasst werden kann. Und hier sozusagen eher gelingend sind auch alle Geschlechter drin, also sowohl binär gedacht Männer und Frauen. Und ein Zitat: Ich habe ja nicht das Ziel, sozusagen Pfleger zu werden, sondern möchte mich dann auch noch natürlich persönlich weiterentwickeln und dafür sorgen, dass meine Pläne irgendwo realisiert werden. Also es wird alles um die Erwerbstätigkeit gebaut oder die Familie, sozusagen die anderen Geschwister und andere Angehörigen werden mit einbezogen. Es gibt aber auch prekäre Pflegebewältigung. Überraschung, dort wurden in dem Sample nur Frauen gefunden, die sozusagen in der Kategorie sich wieder sozusagen eingeordnet werden konnten. Und da eine Form von Alternativlosigkeit und Ringen um Kontrolle. Hier, ich finde, ein sehr eindrückliches Zitat. Vor 2 oder 3 Jahren hat man mich vor die Alternative gestellt, entweder Mama selber pflegen oder Mama sterben lassen. Da spielen natürlich auch innerfamiliäre Dynamiken mit einer Rolle, was sozusagen angenommen wird von den Eltern. Aber sozusagen auch klar, was ist überhaupt möglich? Wo können Leute gepflegt werden? Wie kann da Unterstützung stattfinden? Und im Verbund haben wir, hat eine Kollegin oder eine Promovierende arbeitet dazu, dass letztendlich die Übernahme von Angehörigenpflege immer mit Armutsrisiken verbunden ist. Vor allen Dingen, wenn Erwerbsarbeit reduziert wird, dann haben sie in dem Moment weniger Geld, später weniger Rente etc. Das setzt sich fort. Und sie haben noch die Zahl mit dem Orange und Blau, das nach oben ging, ist sozusagen vor Augen, wer sozusagen welche Personengruppe das überwiegend ist. Eine Lösung, es gibt im Prinzip 2 große Lösungen, die man momentan diskutiert oder die in der Umsetzung sind. Das eine ist, wir holen uns eine 24-Stunden-Pflegekraft ins Haus und die kostet Geld. Jetzt können Sie denken, okay, da haben wir quasi einen Klassenbias drin, wer kann sich das leisten? Das heißt, eine Lösung, das global quasi, man kauft sich aus Osteuropa Frauen ein, die hier die Pflege übernehmen, zu Hause. Deswegen die hohe Zahl auch. Und das ist in familialistischen Wohlfahrtsregimen viel üblicher. Also in Deutschland, Österreich finden Sie das. In Schweden etc. ist das deutlich geringer ausgeprägt. Es gibt nicht wirklich Zahlen, wie viele Pflegekräfte es sozusagen in dem Bereich gibt. Aber es gibt so Hochrechnungen dazu. Ungefähr für Deutschland 450.000 Arbeitskräfte, die meist aus Mittel- und Osteuropa kommen, über so Vermittlungsagenturen. Im Entsendemodell, das heißt, die sind nicht hier angestellt, sondern dann in Polen beispielsweise. Was ist das Problem? Also einerseits löst es ein Problem, nämlich der Leute vor Ort, die die Pflege nicht leisten können, selber erwerbstätig sind, keine Zeit haben, kein Pflegeheim in Frage kommt oder es gar keinen Platz gibt. Problem ist die Arbeitsbedingungen quasi. Ganz großes Thema Arbeitszeit, Arbeitsschutz, sozusagen Wohnort und Arbeitsort fallen zusammen. Mindestlohn hat was mit Arbeitszeit zu tun. Ne? Sozusagen zählt das, wenn ich einfach die ganze Zeit da sein muss, noch als Arbeitszeit oder nicht. Und das wird sozusagen rein wissenschaftlich jetzt immer weiter untersucht, aber aus meiner Sicht auch medial zunehmend diskutiert. Und was eben da deutlich wird, Geschlecht spielt eine Rolle. Es sind überwiegend Frauen, die kommen, aber natürlich auch, welche Einkommen, welche Länder, welche Personen können sich das leisten, sozusagen Leute einzukaufen, die dann eben in dieser Pendelmigration für 2, 3 Monate hierher kommen, dann wieder zurück etc. Und ich habe von Care Gaps, Sorgelücken gesprochen. Die Personen haben in der Regel selber auch Sorgeaufgaben, die dann sozusagen für die Zeit, wo sie hier sind und eine Lücke füllen, eine andere Lücke womöglich bei Kindern, eigenen Angehörigen etc. aufreißen. Sozusagen das eine Feld, was als Lösung vielleicht, kann man kritisch sehen, in Frage kommt. Die andere Idee ist Technik. Und da ist sozusagen auch die Bundesregierung ganz vorne dabei. Das ist relativ sozusagen so ein Gebiet, wo auch gerne Geld reingesteckt wird, mit verschiedenen Sachen sozusagen, um die zu lösen. Ein Beispiel Pflegerobotik, wo man sagt, naja, man kann ja ein paar Aufgaben auch einfach Robotern übergeben. Oder wir brauchen mehr Plattformen, dann können Leute ihre Pflege und ihre Haushaltstätigkeiten anbieten und dann können das andere einkaufen. Bei der Pflegerobotik, weil das sozusagen immer so ein schön umstrittenes Thema ist, ist eben die Idee, die Pflegequalität zu verbessern.
und die Pflegekräfte zu entlasten. Aber das Problem ist, zwei Probleme. Die Roboter erfordern Selbstpflege. Das heißt, muss ich immer um jemanden um die kümmern, dass die funktionieren. Das geht so eine Weile gut, aber irgendwann ist das sehr aufwendig. Und das andere ist, man hat in der Forschung festgestellt, auch wenn ich einer Person Trinken gebe beispielsweise, dass dann das auch Interaktion voraussetzt. Das ist nicht nur eine einfache Tätigkeit, die man einfach auslagern könnte, sondern währenddessen findet Kommunikation, Zuwendung, eine Form von Pflege statt, sodass man das nicht einfach sozusagen rausnehmen kann und sagen kann, hey, das eine macht der Roboter und den Rest, die gute, die qualitativ hochwertige Care-Arbeit wird dann von Personen ausgeführt. So einfach lässt sich das quasi in der Umsetzung nicht realisieren. Vielleicht kann der Roboter aber irgendwie Dokumente hin und her tragen, das kann er schon. Der kann auch wirklich unterstützend helfen, aber sozusagen sowohl Live-in-Care als auch die Digitalisierung oder sowas wie Technik als einzige Lösung zu propagieren, zeigt sich eben als unzureichend. Was können wir sozusagen mitnehmen oder was möchte ich Ihnen mitgeben? Einerseits sozusagen durch die verschiedenen Themen Care als oder Care-Arbeit als polymorphes, schön, oder? Und relationales Phänomen, polymorph, vielgestaltig. Das, was ich gerade gemeint habe, wenn ich jemandem Wasser gebe, kann man sagen, es geht einfach nur darum, dass die Person trinkt. Aber darin ist auch eine Form von Care-Fürsorge drin. Die ist wieder ganz anders, wenn ich zum Beispiel mit Kindern spiele, die Spülmaschine ausräume etc. Das heißt, wenn ich über Care-Arbeit rede, immer wenn wir versuchen, so als Forschende das irgendwie festzukriegen, dann flutscht das immer so raus, weil das eben ein vielgestaltiges Phänomen ist. Es ist nicht nur so cozy und nett, also fürsorglich, sondern es kann auch hierarchisch sein und ist es ganz oft. Es kann auch macht- bis gewaltvoll sein. Gerade in der Pflege sehen wir das. Also auch das ist es nicht nur sozusagen das Kuschelthema. Das, was im Pflegebereich aus meiner Sicht vor allen Dingen deutlich wird, es sind immer ganz viele beteiligt. Das ist nicht nur so eine Person, sondern ganz viele haben wir zusammen, also auch im Familienbereich. Wir haben Privathaushalte, wir haben Organisationen, wir haben Kitas, wir haben Schulen, Pflegeheime, Krankenhäuser. Und es kann formell, informell sein, bezahlt, unbezahlt, schlecht bezahlt, gut bezahlt, privat und marktvermittelt sein, profit- und gemeinwohlorientiert. Und es kann natürlich professionell oder semiprofessionell sein oder Richtung Laienarbeit gehen. Und was sich sozusagen über alle Bereiche zeigt, dass die Arbeitsteilung mit sozialen Ungleichheiten sozusagen reingewoben sind, wer was übernimmt, für welches Geld oder für welche Anerkennung und das ganz stark nach Geschlecht. Das habe ich, glaube ich, relativ gut gezeigt. Die Ungleichheiten sind da eklatant, aber eben auch mit Klasse, Migration und Alter in dem Fall sozusagen, wer gepflegt wird zum Beispiel, zu tun hat. Und wenn man sich das anguckt und denkt, ist ja irgendwie alles nicht so gut. Selbstverständlich gibt es ja Kämpfe darum. Also es gibt immer wieder Auseinandersetzungen dazu, wie sozusagen Care aufgewertet werden kann, wie man Anerkennung reinkriegt, Entlohnung, Zeit und Qualität. Beteiligt sind aber ganz viele. Sie haben sozusagen, ich habe einige immer mal wieder angedeutet, vom Wohlfahrtsstaat über Familien, über Technik. Also sozusagen die AkteurInnen sind vielfältig, können was beitragen, machen manches besser und manches nicht unbedingt. Und, heute ist ja auch Streik, das war sozusagen ein Glückstag, gestreikt wird zunehmend auch für zum Beispiel eine Viertagewoche. Die Deutsche Bahn, als der relativ große Streik war, war eins die Arbeitszeitreduktion. Es geht nicht mehr nur sozusagen um mehr Geld, sondern es lässt sich beobachten, dass zunehmend, nicht systematisch, das wäre irgendwie noch ein bisschen cooler, aber sozusagen, dass es zunimmt zu sagen, Geld reicht nicht. Wir brauchen auch sozusagen einen Rückgang von den 40 Stunden und von einer 5-Tage-Woche zu einer 4-Tage-Woche. Das sind sozusagen so Kristallisationspunkte, wo aus meiner Sicht auch eine Care-Krise sich sozusagen zeigt, auch wenn, das wäre noch so meine Hoffnung, die Gewerkschaften das auch als Thema stärker noch voranbringen könnten und benennen können. Und vielleicht haben Sie mitgekriegt, heute ist ja Equal Care Day. Es gibt ganz verschiedene Initiativen, die aus meiner Sicht auch Hoffnung machen, sozusagen bestimmte Problematiken sozusagen aktivistisch immer wieder zu bearbeiten, in den politischen Kontext zu bringen, auch in Bewusstsein zu bringen. Ich habe Ihnen einfach so einen Patchwork hier draus gemacht aus ein paar Initiativen oder das sind auch zwei Bücher, wo aber auch Netzwerke mit beteiligt sind, die eben daran arbeiten, Leute zu informieren, aber auch politisch sozusagen für mehr Equal Care zu sorgen und wie aber auch mein Fazit ist, dass es eben
mehrschichtig ist, wo man ansetzen müsste, um sozusagen eine gleichberechtigtere Sorge erreichen zu können. Genau, da sollte eigentlich ein Bild erscheinen, aber wenn Sie die Bilder schön fanden, die zwischendurch immer wieder kamen, es gibt ein Video, was ich mit KollegInnen gemacht habe, zur Frage, was hat Arbeit mit Geschlecht zu tun, dann würden Sie die ganzen Illustrationen wieder sehen. Aber das Bild ist verschwunden, aber Sie denken sich das jetzt einfach. Genau.